Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Türchen Nummer 5. Ich würde sagen, wir suchen direkt, ohne viel zu quatschen. Wir packen wie immer Türchen Nummer 24 in Türchen Nummer 6. 6 brauchen wir ja morgen nicht mehr suchen, finden wir auch ganz einfach. Nummer 5, da habe ich schon gefunden, ist heute auch ganz, ganz easy. Und das nehmen wir mit nach oben zu unserem Tisch und dann packen wir das zusammen aus. Willkommen zurück an meinem Tisch mit Türchen Nummer 5. Und wir machen zuerst jeden Tag einmal unser Türchennummernschild ab. Und das kommt nebenan an mein Stativ. Das hängt jetzt hier, die hängen jetzt hier schon alle an meinem Stativ. Wenn das fertig ist, mache ich euch mal ein Bild davon. Okay, dann machen wir das ganze Bebümsel hier ab. Das kommt auch in der Kiste. Aber ich finde das echt ganz süß. Das ist so ein kleines Geweih und nochmal so ein Sternchen. So, heute haben wir ein etwas größeres Bild. Tatsächlich ist es ganz interessant. Ich freue mich ein bisschen mehr auf die kleineren Bilder als auf die größeren Bilder. Bei den größeren Bildern weiß ich, dass die Pixelung ja ein bisschen besser ist wie die kleinen Bilder, aber aufs Motiv bin ich trotzdem gespannt. Aber bei den kleineren ist es tatsächlich noch interessanter, was für ein Motiv die Heidi bei den kleinen Bildern ausgesucht hat, weil auch bei den kleinen Bildern haben wir darauf geachtet, ich zumindest, dass man die Bilder sehr gut erkennt, beziehungsweise dass die Pixelung relativ gut ist. Und deswegen bin ich bei den kleinen Bildern immer ein bisschen mehr gespannt, was sie sich ausgesucht hat, ob das von der Pixelung passt, als von den großen Bildern. Aber nichtsdestotrotz schauen wir uns hier rein. Ich bin trotzdem auch bei den großen Bildern gespannt. Es ist tatsächlich immer nur schwierig, weil die großen Bilder ja immer ein bisschen mehr kosten wie die kleinen Bilder, logischerweise. Und vom Budget her ist es halt natürlich schwierig. Wir haben zwei ganz unterschiedliche Kalender gemacht und auch zusammengestellt. Ihr werdet es hinterher später mal in dem Auflösungsvideo oder in dem hinter dem Kulissenvideo erfahren, was genau und wie und wo. Und dann werdet ihr auch sehen, wie unterschiedlich diese Kalender zusammengestellt wurden. Und das ist halt schon sehr, sehr interessant. Ein bisschen haben wir uns natürlich vorab schon ausgetauscht, aber ja, verraten haben wir dem anderen trotzdem nichts. Deswegen, ich bin umso gespannter, was Heidi halt immer zu den Sachen sagt. So, schauen wir mal rein. Also, wir haben hier, wir können jetzt noch nicht sehen, doch, da können wir es sehen. Und zwar haben wir hier, ja, das ist ein bisschen eingedetscht, aber es kann auch durch den Transport sein, weil die mussten ja immer schon viel. Es ist auch eine Katze. Eine, ja, ich weiß noch nicht, was für eine Katze das ist. Sieht aus wie so Comiczeichnung. Also es ist keine naturrealistische Katze. Wir schauen gleich mal, wartet mal. Ich mache das mal auf. Dann können wir gleich mal gucken. Es sieht auch, ich kann auch nicht mal sagen, ob rund oder eckig. So, Tütchen weg. Die Leinwand hat schon ein bisschen gelitten. Ein bisschen hier unten, schau. Also, oh, das Motiv ist cool. Sieht auf dem Vorschaubild tatsächlich nicht so gut aus wie in echt, weil auf dem Vorschaubild sieht das so ein bisschen gedrungener aus. Ach, das Bild ist echt schön. Seht ihr das? Auf dem Vorschaubild sieht die Schnauze so ein bisschen zusammengedrückt aus. Hier ist es ein bisschen mehr auseinandergezogen. Gefällt mir tatsächlich ganz gut. Ich würde sagen, wir haben runde Steine, oder? Ja, haben wir. Wir haben runde Steine. Oh nein, warum? Ah, warum? Okay, wir haben runde Steine, das ist schon mal gut. Wir haben ein ganz einfaches Toolkit. Ich habe gar nicht geguckt, von wem wir heute das Bild haben. Da steht es drauf. Wir haben heute das Bild wieder von FG Normal. Also, das muss ich mir auf jeden Fall aufheben, beziehungsweise wir machen direkt mal den Sticker fertig, sonst vergesse ich das. Also, wir haben einen Zettel und einen Stift. Nummer 5. FG Normal. Ja, also man kann es zwar nicht lesen, aber ich weiß, was da drauf steht. Okay, das pappe ich jetzt erstmal an die Leinwand, damit ich es hier irgendwo drauf habe. So, die Farben sind cool, allerdings ist es nicht wieder 200er Tütchen. Ich weiß nicht, was sie sich manchmal so bei gedacht haben, dass sie diese Variante jetzt gewählt haben. Die haben wahrscheinlich irgendwo bei einem neuen Händler eingekauft. Anders kann ich mir das nicht erklären. Weil das gab es vorher nie. Vorher hat man entweder Druckverschlussbeutel oder so an einer langen Schlange gekriegt. Und nicht diese 200er Tütchen. Die sind halt schon doof.
Naja, aber es hilft ja nichts, alles in Ordnung. Besser als wenn man gar keinen Stein hat. Wir haben auf jeden Fall Acrylsteine. Und die Farben sehen gut aus. Ich zeige euch mal hier so ein bisschen was drin, was an Farben hier drin ist. Grau, noch ein bisschen Orange, Rot, Grün, Braun, noch mehr Braun und Gelb, Grau, Beige, mal so zum Braunton. So geht das eigentlich tatsächlich ganz gut, ne? Mit dem Zeigen. Ja, also die Farben sind ganz cool. Katze gefällt mir auch. Ist halt keine realistische Darstellung, weil hier so diese Schnörkel hat eine Katze normalerweise nicht. Wir haben eine Größe von 50x60, also schon ein sehr großes Bild. Was das hier unten so ein bisschen gedutscht ist, das macht nichts. Wenn ihr das habt, dann zieht euch bitte die Folie ab, macht sie wieder gerade drauf. Und dann schmeißt das ganze Bild irgendwann unter Bücher oder unter den Teppich oder so. Und legt das ein bisschen aus. Ihr müsst nur darauf achten, dass diese Folie relativ gerade auf eurem Bild liegt, damit ihr euch da nicht noch Falten reinhaut. So. Und dann könnt ihr das dann unter den Teppich schmeißen. Und dann sollte das auch gut funktionieren, dass sich das dann gerade legt. Aber da sehe ich eigentlich kein Problem. Also die Falten gehen hier fast immer raus. So. Das Problem bei der dünnen Folie ist halt nur, dass man sich so trotzdem so Folienknicke reinholt. Also in dieser Folie so kleine Knicke einbaut. Aber das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Macht euch da keinen Stress. Und wer das nicht will, der teilt sich die Folie einfach und legt die ein bisschen überlappend drauf. Dann funktioniert das Ganze auch. Aber der Druck sieht super aus. Und die Vorschau gefällt mir auch ganz gut. Obwohl hier unten na, Druck ist. Schaut mal, also wir haben hier unten Buchstaben. Die kann ich nicht lesen. Ich zeige euch mal, welche ich meine hier. Was ist das? Was ist das? Ein E, eine 8, ein B. Wartet mal, was könnte das sein? Das könnte ein E. E sein. Ja, das Blaue scheint ein E zu sein. Kann man nicht lesen. Es scheint aber ein E zu sein. Was K? K ist es nicht. K ist ein bisschen dunkler im Hintergrund. Ja, das ganz helle ist ein E. Oh, das ist halt natürlich sehr schade. Also es hätte man das eh schwarz gedruckt, wäre es besser gewesen, weil man setzt da ja eh einen Stein drauf. Und dadurch, dass wir hier teilweise runde Kringel drumherum haben, aber nur bei denen, die so unterschiedlich farbig sind, könnt ihr das zum Beispiel hier ganz gut sehen. Wartet mal. Hier, ne? Also wir haben hier schon so runde Hintergrundfarben drauf. Hier bei dem O sieht man das ganz gut. Das heißt, es wäre problemlos möglich gewesen, dann ein schwarzes E hinzupappen, anstatt ein helles E. Das kann man natürlich schlecht lesen, aber es ist so gepixelt, halt. Es ist halt manchmal so, wie es ist. Ne? Also wir haben 24 Farben, schaut mal. Wir haben nur Buchstaben und wir haben DMC-Nummern dabei. Ja, 24 Farben, 50x60 ist das Bild. Das messen wir auch direkt mal aus. So, die Isabella kriegt jetzt Konkurrenz. Wenn ich das aufhänge, wird die bestimmt böse werden. Warum hängt da ein Bild einer fremden Katze? Wir haben 52 cm in der Breite, da könnt ihr es sehen. Und jetzt messe ich mal die Länge. 52 cm, die Breite messe ich jetzt mal aus. Da sind wir bei 41,5 cm, da könnt ihr das auch sehen. Ich glaube, das Maßband ist echt ganz gut, da könnt ihr nämlich die Maße immer schön mitsehen. Ja. 41 mal, was habe ich gesagt? 41,5 mal 52. Also ist gut, 8,5 und, nee, doch, 8,5 und 8 cm kleiner als angegeben. Aber trotzdem hat es noch eine sehr, sehr gute Größe für die Verpixelung. Ja. Also wenn ihr euch nicht sicher seid, wie groß das Bild an sich ist, schaut bitte bei den Bildern. Also geht prinzipiell erstmal davon aus, dass es bei den chinesischen Direktshops
immer die Leinwandgröße ist. Schaut dann einfach mal in die Beschreibung rein und dann scrollt ihr die Bilder mal von hinten nach vorne. Also ihr fangt hinten an, also scrollt rückwärts quasi. Und manchmal seht ihr nur eine Vorschau. Und in der Vorschau ist ganz oft auch die Bildgröße, also die zu echt bepaintende Fläche angegeben und die Leinwandgröße. Und dann könnt ihr ungefähr sehen, wie das Bild richtig von der Größe ist. Ne? Also nicht 30x40, sondern weiß ich nicht, 25x35 oder so weiter. Dann könnt ihr das schon immer ganz gut erkennen, was da los ist. So, AB-Steine. Wenn wir hier AB-Steine einbauen wollen würden, wo würden wir das denn jetzt tun? So, ihr Lieben, jetzt seid ihr gefragt. Also, wir haben hier in den Augen haben wir ein W. Das ist die 938. Die 938 ist ein ganz dunkles Braun. Würde wahrscheinlich eher so schillernd gehen, würde ich in den Pupillen nicht einsetzen. Ich würde die in der Farbe lassen. Ich würde das draußen drumherum, das Braun hier, ne, das Braun hier so, das würde ich tatsächlich so ein bisschen durch AB austauschen. Und auch hier dieses Y würde ich mit AB setzen. Das T wiederum würde ich dann lassen. Und hier würde ich das T austauschen. Das sieht so zwei Lichtpunkte in den Augen, dass die so mit AB besetzt sind. Und dann halt um die Pupillen drumherum hier unten das Braun noch so ein bisschen austauschen, dass man da so schöne Lichtreflexe oder Freflexe bekommt. Was ich dann noch machen würde, wäre, was würde ich denn noch austauschen? Ja, schwierig an der Ecke. Ich würde vielleicht... Was würde ich denn noch austauschen? Man könnte jetzt hier im Fell noch ein paar Punkte setzen. Ne? Also hier so im Fell. Bei dem P, das ist so dieses... was ist denn das P für eine Farbe? Das P ist die 3829. Das ist so ein dunkleres Grün. Das könnte man machen, weil wir ja eh hier so einen Grünton haben. Das könnte man halt machen, damit man hier noch so ein bisschen... so ein paar Leuchtpunkte kriegt und dann hier nochmal so ein bisschen. Also ich würde im Fell tatsächlich aber immer nur so ein bisschen einsetzen. Viel würde ich nicht machen. Im Kopf würde ich tatsächlich gar nichts weitermachen. Ich würde tatsächlich hier nur noch ins Fell noch ein bisschen gehen, dass man die Augen hat, die Augen betont und so ein bisschen das Fell. Auch hier in den Schnurrhaaren oder auf der Nase würde ich tatsächlich nichts einsetzen. Wir haben hier das S, ist die 720. Eventuell könnte man hier noch was setzen, wenn die 720 vom Bezug her zur Körperfarbe passt. Dann würde ich das setzen. Das D wäre die 666, die würde ich nicht austauschen, weil das ist ein andersfarbiger Bezug. Das würde man sehen, das sieht, glaube ich, nicht so gut aus. Aber wenn man sich nicht sicher ist, ob das funktioniert oder nicht, probiert es doch einfach aus. Das, was ihr nicht ersetzen wollt, paintet ihr schon mal und dann setzt ihr so 1, 2, 3 Steinchen rein. Dadurch, dass die ja anders schimmern, könnt ihr die ja auch hinterher wieder rausnehmen, falls es euch nicht gefällt. Aber tatsächlich im Gesicht würde ich gar nicht viel mehr machen. Was man hier vielleicht noch machen könnte, ist hier oben an den Öhrchen noch ein bisschen. Das würde ich das Y, das ist die 3024, das ist ein ganz heller Ton. Den noch ein bisschen im Ohr mitmachen und das war es dann aber auch. Ich würde da gar nicht zu viel machen, weil sonst wirkt das alles nicht. Man möchte ja auch Struktur in der Katze haben. Ne? Man möchte die ja nicht nur... Ja, AB-Steine neigen dazu, in den Farben auch zu verschwimmen, wenn die ähnlich sind. Und dann sieht es immer so aus, als wenn man nur eine Fläche gepaintet hat. Deswegen ist es halt immer ein bisschen schwierig, großflächig AB-Steine mit verschiedenen Farben zu setzen. Man muss da immer schon genau gucken, dass das vom Kontrast her auch passt. Deswegen würde ich da gar nicht so viel machen. Was würdet ihr machen? Eure Meinung ist gefragt. Aber das Motiv ist echt schön. Sieht tatsächlich auf dem Vorschau, also auf dem kleinen Bild, nicht so gut aus wie hier auf der Leinwand. Finde ich cute. Hast du gut ausgesucht, liebe Heidi. Nach dem kleinen Desaster von gestern. Was zumindest die Verpixelung angeht, ist das hier super. Genau. Ich würde vorschlagen, wir machen uns ans Werk. Wir machen es uns heute aber einfach mit der Paintprobe. Wir haben ja runde Steinchen, da müssen wir nicht ganz so gucken, wie das passt oder nicht passt. Wir fangen hier oben an und ich würde mit euch eine runde T kleben. Wenn ich jetzt hier noch so ein Y dazwischen habe, ich muss mal gucken, ob ich das aufmache oder ob ich es einfach freilasse. Das werde ich gleich beim Painten entscheiden. Das heißt, ich baue jetzt ein bisschen um und dann painte ich mit euch hier so eine kleine Ecke an. Und dann hören wir uns im Anschluss wieder. Musik.
Schaut mal. Ich habe jetzt ein komplettes 200er Tütchen weggepaintet. Ich habe mir gedacht, wenn ich das schon aufmache, dann kann ich das auch in einem Rutsch durchpainten. Dafür habe ich die Zwischenlücken nicht gefüllt, weil ich dafür ein anderes Tütchen aufmachen müsste. Wir gucken mal, was da reinkommen müsste. Da müsste das Y reinkommen. Das ist die 3024. Das ist hier so ein schöner Beige-Ton. Und wenn ich das jetzt painten würde, dann hätte ich wieder davon so viel übrig. Deswegen lassen wir das einfach. Gut. Ich zeige euch aber trotzdem das Ergebnis. Und das kann sich durchaus sehen lassen. Die Steine haben auch einen schönen Schliff, finde ich. Sind nicht matt oder so, gar nicht. Und Steine ließen sich wirklich sehr, sehr, sehr gut setzen. Der Kleber ist ein bisschen über den Rand hinaus. Also wenn ihr seht, hier klebt es auch schon. Da muss man tatsächlich ganz gut abkleben. Ansonsten bleibt man halt immer hängen und dann bilden sich da halt auch Fusselränder. Und das finde ich jetzt nicht so schön. Kriegt man vielleicht später ab, aber ja, sollte man vielleicht nicht tun. Genau. Das sieht dann ganz gut aus. Passt für mich. Ich mache auf jeden Fall die Folie mal wieder drauf. Das Gute, dass wir jetzt hier noch ein bisschen überlappend haben, ist, dass die Folie sich direkt wieder hier festzieht, sodass man hier auch nichts dreckig bekommt. Also es staubt halt auch nichts ein. Hier die Lücken, die jetzt hier offen sind, ist überhaupt kein Problem. Ja, ich finde, macht auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Eindruck. Es legt sich auch bestimmt noch platt. Also ich denke, da mache ich mir gar keine Sorgen. Ich muss das jetzt nur mal gucken, dass ich das irgendwie so unter Bücher packen kann, damit die Falten hier unten ein bisschen rausgehen. Also na, da, wo das halt ein bisschen gelitten hat beim Transport. Aber das ist normal bei so großen Bildern. Gerade auch jetzt mit dem Kalender, die waren halt alle eingepackt und dann kann es dann schon mal passieren. Deswegen habe ich versucht, meinen Kalender mit den großen Bildern, die halt irgendwie so einzupacken, dass sie halt möglichst nicht knicken. Ist immer nicht so einfach, aber ja. Und deswegen hat die Heidi auch bei manchen Sachen kein Toolkit mit, weil ich habe nämlich im Vorfeld schon bei den größeren Bildern die Leinwand rausgenommen, habe die schon mal glatt unter Bücher gelegt und habe die erst dann eingerollt und wieder fertig gepackt. Und die Toolkits habe ich dann einfach rausgelassen, weil ich mir gedacht habe, die Heidi hat genug. Ich brauche nicht noch mehr Toolkits. Aber das ist ein sehr schönes Motiv. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ja. Was sagt ihr zu dem Motiv? Eine kleine Miezekatze. Eine kleine gemeine Miezekatze. Ja, sehr schön. Gefällt mir gut. Habe ich sonst noch was ich dazu erwähnen muss? Nein. FG Normal ist der Shop. Ich setze euch den wie immer unten drunter. Runde Steine, Größe 50x60, ist halt nur 41,5 cm x 52 cm. So herum war es richtig. Ja, ansonsten passt das für mich. Jo. Ne? 22 Farben, ist auch ganz gut. DMC-Nummern dabei. Alles Wunderbärchen. Frage an euch, was hattet ihr heute in eurem Kalender so herumgefragt? Und freut euch schon auf morgen. Morgen ist ja die 6 dran. Ich bin schon sehr gespannt. Und ich bin auch sehr gespannt, was Heidi zu ihrem Bild sagt. Was sie morgen in der 6 drin hat. Ihr dürft auf jeden Fall morgen mächtig gespannt sein. Und ja, wenn ihr wollt, dann dürft ihr natürlich auch gerne noch die anderen Teile gucken, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr weiterhin einschaltet. Ihr findet die ganzen Videos in einer Playlist, die habe ich euch unten drunter auch verlinkt. Da könnt ihr drauf gehen und dann habt ihr alle Videos zu dem Adventskalender parat. Da müsst ihr nicht immer noch suchen bei Heidi, bei mir, sondern ihr habt die alle in einer Playlist und ich denke, da könnt ihr dann auch gerne die Videos nachschauen, falls ihr noch nicht von Anfang an mit dabei wart. Ich weiß, dass viele von euch von Anfang an mitgeguckt haben und auch immer ganz gespannt sind, was da an Bildern drin sind, weil diese Kalender sind wirklich ganz, ganz speziell gepackt von uns. Die gibt es auch so kein zweites Mal. Und es wird halt auch nicht verraten, wer was wie wann wo drin hat. Und ja, ich finde das alles sehr interessant. Ich bin auf jeden Fall auf morgen gespannt und wir schauen mal, was wir morgen zu Nikolaus drin haben. In diesem Sinne verabschiede ich mich heute von euch. Wünsche euch noch einen ganz, ganz tollen Tag. Lasst euch nicht ärgern. Habt Spaß, was auch immer ihr tut. Bleibt gesund und habt einen ganz wundervollen Start in die neue Woche. Bis morgen, ihr Lieben. Tschüss.